was Idioten! Ja. Die stehen nicht laut! Wir können doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hi Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Game. Heute ist mal dabei. Hallo! Heute machen wir mal wieder einen Roblox Reactor. Aber erstmal müssen wir euch noch was zeigen. Und zwar, wir haben jetzt unser eigenes Backbuch. Das hat die Eva mit meiner Hilfe ganz alleine geschrieben. Das ist so cool. Das gibt's überall im Handel. Für Halloween. Das ist ja gerade vorbei. Wir wollen euch natürlich nicht zu viel verraten. Aber das ist ein super Geschenk für Weihnachten oder auch für den Nikolaus. Ja, wir wollten es euch einfach zeigen. Wir sind so aufgeregt. Die Geschichte, die wir heute gucken, habt ihr uns übrigens empfohlen. Oh mein Gott, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Scary Story. Soll sehr, sehr scary sein. Ich lasse mich überraschen, wir haben es noch nicht geguckt. Aber erst grüßen wir zwei von euch aus Avas Hashtag Club Ava Roblox Gruppe. Alles mal Bestie. Hallihallo. Und noch einmal schauen. Es ist Kathrine. Hallihallo. Weil ich deinen Namen falsch ausgeschrieben habe. Und wenn ihr euch wundert, warum die Eva hier einen roten Streifen hat, die Via ist vorne über ihr Gesicht gelaufen. Ich hab mich schön hingelegt. Wisst ihr, wer die Via ist? Ich wollte die Bibi zur Mama laufen. Und dann hat sie gesagt, ich lauf nicht um die Eva oder hüpf nicht unterm Sofa. Ich lauf über sie. Tada, da ist sie. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal okay, an. Okay, oh, zumindest habe ich jemanden, der mich beschützt. So gut, hier. Okay. Okay. Warte, da hüpfen Kinder. Was? Oh, die sehen ja fröhlich aus. Die machen Sandburg. Ich glaube, das sind Zwillinge. Oh, guck die mal, Eltern die Eltern sind auch fröhlich. Oh, guck mal, die Mama trägt lila, wie du ja das gerne hast. Ach, wie schön. Sie sehen zusammen so glücklich aus. Ja. Sehen sie auch. Happy Kids. Okay, jetzt ist Nacht. Vollmond. Wow. Da ist eine um. Eine schläft oben, genau. Okay. Eine schläft unten. Will ich sagen, dass sie nicht im Pyjama sind? Weißt du, das voll creepy war? Warte, ja? Lass uns nochmal zurückgehen. Findest du das nicht voll creepy? Dieses runde Teil da hinten, das sieht aus wie ein Auge. Das ist ein Spiegel. Ach so, ich dachte, das sei ein Auge, das einen so anguckt. So. Das ist ein Spiegel. Okay. Da ist doch ein Spiegel. Ich war voll ausgekriegt. Okay, gut. Okay, aber wie die schlafen irgendwie. Ja, nicht zugedeckt, gell? Ist voll komisch. Mit Schuhen. Wer guckt? Ah, Mutter. Die Mama. Okay. Die Mutter. Okay. Keine Sorge, keine Sorge. Alles gut. Sie guckt. Ah ja, sie sind nicht zugedeckt. Dann ist alles okay. Okay, geht raus. Okay, wieder raus, ja. Ah, er muss auf die Arbeit. Okay. Bis später, genau. Seh dich bald. Mädels, wir brauchen Milch und Brot. Okay, okay, Mom. Wie die da hinter dem Gras stehen. Die könnten auch mal Rasen mähen. Ja. Die Mutter guckt nur. Vielleicht sind die nur wirklich so klein. Wollt ihr mitkommen? Okay. Ah, sie wollte sie erst da lassen alleine. Natürlich. Na klar. Wer geht nicht gerne einkaufen? Und da laufen sie. Yay. In Eintracht. Stopp, nicht laufen. Okay. Aber die laufen. Was? Warum laufen die denn? Komm, das sind Idioten! Ja, die stehen nicht laut! Wir können doch. Oh mein Gott. 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 Oh ey. Die liegen in der Blutlache, die Mädchen. Aber wie bitte? Kannst du mal einmal zurückgehen? Ich glaube, ich weiß, den. Haben wir den Fahrer von dem Bus nicht schon. Oder von dem LKW nicht schon mal in einem Video gesehen. Warte mal, wir gucken mal. Ich glaube, den Fahrer... Nee, den haben wir nie gesehen. Sieht der nicht so aus? Nee, ah, ich dachte nur, dass der so eine Augenklappe hatte wie der eine... Nee, aber nee. Keine. Ach, das sind nur die seine Haare. Okay, das habe ich mir nur eingebildet. Okay. Wenn, dann war es so eine richtige Augenklappe. Okay, ich bilde mir hier alles ein. Ich dachte, das wäre der aus dem anderen. Die armen Mädchen jetzt, wo wir wissen, was mit denen passiert, ist schon schlimm. Sowas kann man als Mutter nie verkraften. Nie. Oh nein, die Armen! Und die Leute, die stehen da einfach nur rum. Was machen die denn? Helft! Ruft einen Krankenwagen! Die Blutspur, Eva. Ich denke, denen kann man nicht mehr helfen. Und dass der auch noch direkt beide erwischt hat. Ach du Mann, die Mutter ist fix und alle mit der Welt, natürlich. Aber wie kann man denn auch bitte bei Rot, do not walk steht da, lauf nicht. Ich meine, das war ja richtig klein geschrieben. Vielleicht soll ich es ein bisschen größer schreiben. Ich kenne diese amerikanischen Schilder, die sind riesig. Nee, es war voll klein. Kannst du? Ja. Ich weiß nicht. Ich hätte es nicht gesehen.
Jetzt regnet's. Oh, das ist bestimmt die Beerdigung. Oh, sie hat kein Lila mehr an, sondern schwarz, natürlich. Oh, Schatz, sagt er. Das ist alles meine Schuld. Meine Schuld, ja, ein bisschen schon, ne? Ja. Muss ich schon sagen. Ja, ich bin schon war Frau. Das ist so traurig. Vier Jahre später. Jetzt neue Kinder. Mal schauen. Ist auf jeden Fall noch das gleiche Haus. Okay, ich würde das auf jeden Fall umziehen. Mhm, ich auch. So weit weg wie möglich. Ja. Von den Erinnerungen. Okay, die Spurschuhe wurde weggemacht. Ja, aber da ist noch... Oh, ich muss dir was sagen, sagt sie, okay. Okay, wieder lila. Was? Was ist es? Okay. Und? Ja, jetzt bin ich auch... Sie ist wieder schwarz! Ah, jetzt wird er gehen. Oh, er ist fröhlich. Guck mal, das fröhliche Gesicht. Oh, sie liegt im Krankenhaus ohne Babybauch. Ja. Okay, wo ist der Babybauch? Oh, schon wieder Zwillingsmädchen! Oh, wieder Mädchen. Deswegen hatte die auch keinen Babybauch, weil sie gerade entbunden hatte. Ja, das macht was. Ja. Oh, guck mal. Wie süß sind die denn? Ja! Dieses Mal passt du besser auf die Kinder auf. Ja! Oh, okay. Die spielen wieder im Sand. Ach, wie genauso schön. Genauso wie früher. Wie sie da stehen. So ganz glücklich sieht die Mutter nicht aus, Der ne? Vater sieht doch glücklich aus. Wir sollten niemals die Zwillinge, also die vorherigen Zwillinge erwähnen, okay? Ich würde es nicht sagen. Was sagt er? Er guckt nur seltsam. Die bauen Sandburgen. Aber sie sehen auch sehr glücklich aus. Ja! Mädchen. Okay, mal schauen, sind sie zugedeckt? Nein, okay, das Nein. ist gut. Genau, so muss das sein. Ja. So muss das. Nicht zugedeckt, okay. Ja. Jetzt rennen die rum. Oh, nicht stolpern. Oh, Mädchen, kommt mit mir zum Geschäft, als hätte sie nicht ihre Lektion gelernt. Okay, Mom. Okay, sie laufen. Okay. Hinter ihr. Walk. Walk. Okay, sie dürfen laufen. Okay. Sie guckt rechts. Ja, sie guckt. Du hast deine Lektion gelernt. Sie nimmt sie an die Hand. Oh, Mama, nein, halt uns nicht an der Hand fest. Warum? Was ist los? Wir wollen nicht wieder sterben. Oh, ich hab voll Gänsehaut. Was? Oh, ich hab voll Gänsehaut. Oh. Oh, Leute, ich hab so Gänsehaut. Könnt ihr das sehen? Oh, das ist ja krass. Waren die wiedergeboren oder hat sie sich das alles nur eingebildet? Vielleicht hat der Vater es doch erzählt. Und dann waren sie so, nein, Mama, wir wollen nicht sterben. Aber was, das erklärt ja jetzt wohl Und dann dieses... hat sie das Recht, Rest Warte nicht mal, einge- lass uns nur eingebildet. Wow, ja. Oder, also, total blutverschmiert. Ich weiß nicht, bildet sie sich das ein, dass die gestorben sind? Bildet sie sich das ein, dass die Mädchen das gesagt haben? Keine Ahnung. Wenn ihr eine Theorie habt, packt sie ab unten in die Kommentare. Ansonsten schreibt uns auch gerne Vorschläge, welches Video wir uns demnächst angucken sollen und drauf reagieren. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!